sehr gemütlich eigentlich. Ich habe auch einen Text mitgebracht. Oh, es ist sehr, sehr geil übrigens, ein Opferlamm zu haben, weil man dann den Slam nicht eröffnet und deswegen nicht ganz so nervös ist. Das ist sehr geil. Ich habe einen Text mitgebracht. Ich würde ihn gerne einleiten, aber ich kann das nicht. Deswegen fange ich einfach an. Der Text heißt Manchmal. Manchmal, da hast du keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. Manchmal willst du ausbrechen aus dieser kapitalistischen, sexistischen und unreflektiert vor sich hingelebten Kackscheiße. Du hast gelesen, dass Frauen noch immer größtenteils über ihren Körper definiert werden und dass es bei einer Gesamtzahl von ca. 8000 Vergewaltigungen pro Jahr gerade mal in 2% aller Fälle überhaupt zur Anzeige kommt. Damit sind Frauen in Deutschland per Definition rechtlos. Das ist keine Behauptung, sagst du, sondern ein Fakt, gefunden auf otto.de. Oder auf einem Plakat von Calcedonia oder Intissimi, Hunkemöller, Bobri, Triumph, Calvin Klein, ich könnte weitermachen. Du hast außerdem gelesen, dass Männer ihren Selbst- und Fremdwert noch immer in 90% aller Fälle über Einkommen und Körperbau definieren. Das kann man googeln und dann sagen, stimmt doch gar nicht. Eine aktuelle Studie belegt, dass Frauen Männer mit einem leichten Bauchansatz attraktiver finden, weil das von der Steinzeit her auf gute Fähigkeiten in der Jagd und der Ernährung der Familie schließen lässt. Stimmt, aber geh doch mal ins Fitti. Fit 7-Eleven, McFit, Fitness First, CleverFit. Das Cleverste, was ich mal im CleverFit gehört habe, war das. Ey, willst du mal Kinder oder lieber locker bei dir? Da habe ich schon Hoffnung geschöpft und dachte, jetzt kommt die Revolution meines Weltbildes. Aber was dann kam, war die Antwort von dem Farid Bang-Verschnitt im Unterhemd. Nein, Mann, das ist richtig schwul, Alter. Und teuer, Bruder. Kinder sind teuer. Und da hast du gemerkt, dass du nicht in einer Welt leben willst, in der es schwul ist, Kinder zu haben. Ich meine, es wäre schön, wenn es genauso normal wäre, als homosexuelles Paar Kinder zu haben, wie es normal ist, dass man ein Nutella-Brot nicht ohne Butter isst. Nutella ohne Butter drunter geht auch, verfehlt aber irgendwie das Wesentliche. Genauso eine homosexuelle Beziehung ohne Kinder, natürlich kann der Fitnesstrainer von der Seite kommen und sagen, da schmierst du jetzt aber nicht noch Butter drunter, Nutella reicht. Und da kann der Politiker kommen und sagen, da kommen jetzt nicht noch Ehe und Kinder dazu, ihr habt eine eingetragene Partnerschaft, das reicht. Und dann sage ich beiden dasselbe, nämlich, fick dich. Ich mache das, wie es mir schmeckt, wie es mich glücklich macht. Aber weil du stumm bleibst, hast du manchmal keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. Manchmal willst du ausbrechen aus dieser kapitalistischen, sexistischen und unreflektiert vor sich hingelebten Kackscheiße. Also studierst du Philosophie und du studierst Literatur. Du liest kritische Abhandlungen darüber, dass die Schweiz erst 1971 das Frauenwahlrecht eingeführt hat. Du siehst Sticker auf einem Calcedonia-Plakat, auf dem steht sexistische Kackscheiße. Und du denkst, komisch, wenn das einem klar ist, wieso ist es dann immer noch so? Du schreibst irgendwann selbst Abhandlungen über die Ungerechtigkeit im Wirtschaftssektor, über die Ungleichberechtigung von Mann und Frau, über die mangelnde Anerkennung, die Jugendliche ohne die Fähigkeit, in einem Satz Bruder, Digger, Alter und Knallen unterzubringen, von Gleichaltrigen bekommen. Du liest und schreibst jeden Tag zunehmend verzweifelt. Liest, was andere, größere und bessere als du schon alles entdeckt haben und verbessert haben und du hoffst, dass Antoine de Saint-Exupéry recht behält, wenn er sagt, wenn ein Mensch in seiner Dachkammer ein Verlangen hegt, das stark genug ist, dann setzt er von seiner Dachkammer aus die Welt in Brand. Du flehst zu Gott, dass die Welt doch endlich von deinen Worten in Brand gesetzt werden möge. Aber es bleibt dabei. Manchmal, da hast du keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. Manchmal willst du ausbrechen aus dieser kapitalistischen, sexistischen und unreflektiert vor sich hingelebten Kackscheiße. Aber weißt du was? Es passiert nichts. Und es wird nichts passieren, denn deine Dachkammer, in der du denkst, liest und schreibst, ist deine verdammte Comfortzone. Du blickst von oben herab auf die Stadt und erkennst all das Elend und die Ungerechtigkeit, aber du tust nichts. Du drehst dich auf deinem Schreibtischstuhl. Du holst dein Smartphone raus, machst deine App auf, guckst, wie das Wetter wird, guckst raus, ob es stimmt. Und dann schmeißt du das Smartphone aufs Bett und guckst ein paar Folgen How I Met Your Mother und dann schreibst du ein Gedicht und denkst, Mama Mia, bin ich sozialkritisch und selbstreflektiert. Und dann denkst du wieder, dass du manchmal keinen Bock mehr hast auf den ganzen Mist, dass du manchmal ausbrechen willst aus dieser kapitalistischen, sexistischen und unreflektierten Kackscheiße, aber einen Scheiß tust. Du, wenn du was verändern willst, dann liest keine Statistiken, sondern geh raus und hau dem Typen, der dir verbieten will, Butter auf den, die oder das Nutella zu schmieren, eins in die Fresse und sag es endlich. Fick dich. Ich mach, was mir schmeckt. Ich mach, was mich glücklich macht. Danke. Eine aktuelle Studie belegt, dass Frauen Männer mit einem leichten Bauchansatz attraktiver finden,
weil das von der Steinzeit her auf gute Fähigkeiten in der Jagd und der Ernährung der Familie schließen lässt. Stimmt, aber geh doch mal ins Fitti. Fit 7-Eleven, make fit, fitness first, clever fit. Das cleverste, was ich mal im Clever Fit gehört habe, war das. Ey, willst du mal Kinder oder lieber locker bei dir? Da habe ich schon Hoffnung geschöpft und dachte, jetzt kommt die Revolution meines Weltbildes. Aber was dann kam, war die Antwort von dem Farid Bang-Verschnitt im Unterhemd. Nein, Mann, das ist richtig schwul.